Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere euch heute für unseren YouTube-Kanal Mudbox ja den Schuppen mit Garage vor. Dieser Schuppen mit der Garage wird uns zur Verfügung gestellt von 750 Ti Modding. Und der oder die Modder schreiben hier eine Mod-Beschreibung, dass diese Halle, also dieser Schuppen, für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir könnt den Mod darunter nutzen. Ja, wenn euch unsere Mod-Vorstellung gefallen hat, gerne Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr euch für andere Sachen rund um die Landwirtschaft, Handwerk, Maschinen, Simulatoren und so weiter erfahren und sehen möchtet, schaut mal bei McManus vorbei. Unter dem Video müssten die Links sein zu den verschiedensten Kanälen, sprich dein Reaction-Kanal, dein Hauptkanal, aber auch der True Farming 2 Side Story Kanal. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut da gerne vorbei. Lasst auch da gerne ein Däumchen da. Würden wir uns sehr freuen. Ja, kommen wir zu dieser Halle mit dem Schuppen. Also Schuppen mit der Halle, also Schuppen mit Garage, um es ganz genau zu sagen. Fand ich in dem Sinne interessant, weil ich finde die Bauweise interessant. Ne? Ich meine, das kann man recht einfach und überall problemlos quasi ja, mit einbinden. Des Weiteren haben wir hier den Vorteil, dass die Halle auch jetzt nicht so groß ist, eher was für Freunde für kleine bis mittelgroße Traktoren. Auch hier die Garage, seht ihr, kann man öffnen und schließen. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel so ein Fahrzeug rein, was vielleicht nicht so häufig braucht, mal wegen hier Mähdrescher oder was. Einen kleineren auf jeden Fall könnt ihr hier reinstellen, den man ja halt im Jahr nicht so häufig benutzt, weil das ja so ein, ja, so ein typisches Fahrzeug ist. Ansonsten finde ich die Hallenhöhe hier völlig in Ordnung. Na klar, kommt jetzt hier kein großer Baumwollernter rein oder so. Aber so für den normalen reicht es auf jeden Fall. Ihr könnt das Licht einschalten, wie ihr seht. Ne, dass ihr auch im Dunkeln halt auch was seht in eurer Garage und in eurem Schuppen. Also finde ich völlig in Ordnung, texturtechnisch. Auch ein bisschen Schmutz und Dreck, das ist halt nicht mal alles einfach nur sauber und neu, sondern sieht auch schon ein bisschen abgenutzt aus. Hier und da ein paar auch dekorative Sachen eingebaut, eine Kabeltrommel, Eimer und so weiter. Hast du eigentlich mal ganz gut ins Bild. Zu finden ist das Ganze unter dem Baumenü logischerweise. Wenn ihr unter Hallen geht und in meinem Fall natürlich fast nach ganz hinten, haben wir hier diese Garage und Schuppen. Die könnt ihr platzieren, ganz normal, kostet halt 40.000 Euro. Keine Farbwahl, das heißt, ihr müsst ja quasi, es gibt hier nur diesen einen Farbton. Dann könnt ihr sie platzieren, je nachdem, was ein Terraforming kostet oder dazukommen, aber standardmäßig kostet 40.000. Ja, und das ist auch. Entschuldigung. Das war eigentlich alles das, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch oben da, schreibt gerne mal in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.